Jumping Elbow kommt raus. Jumping Elbow kommt raus. Aber nicht mehr mit Kampfspiele. Der ist jetzt vorsichtig. Geht hier sogar in Führung in dieser Runde. Gibt sie allerdings wieder ab. Sasamoto jetzt sehr vorsichtig. Am Panic Roll. Kriegt wieder ein paar auf die Glocke. Vollen Kampfspiele. Der keine Ausdauer hat für den Finisher. Kampfspiele, keine Ausdauer für den Finisher. Noch ein Hit. Sasamoto muss jetzt aufpassen. Er kann jetzt einfach traden. Kampfspiele hat so gut wie gewonnen. Es ist fast nicht machbar. Sasamoto geht für den Red Feather. Und der Finish. Kampfspiele holt das 1:1 gegen die Weltspitze. Das 1:2, Entschuldigung. Das ist nicht zu fassen. Herzlich willkommen zum Season 9 Elden Ring Turnier für PC heute. Sasamoto natürlich weiterhin einer der Favoriten, der jetzt bis jetzt, glaube ich, so gut wie jedes PlayStation-Turnier und die meisten PC-Turniere abgeräumt hat. Einzig und allein geschlagen in letzter Zeit immer wieder von Jos, der heute aber nicht kann. Blue Noctara, Hellebardenspieler, Kampfspiele TV, Großkatana-Enjoyer, sehen wir auch schon im Chat. Kampfspiele, ein sehr bekannter Content-Creator, auch im deutschen Raum, macht deutschen Content. Muss man natürlich auch großartig bemerken, eine große Stütze auch für uns als Spieler, die eben gerne ihre Sachen auch auf Deutsch erleben möchten. Blue Noctara gegen Kampfspiele. Wir sind gespannt. Wir sehen bei Blue Noctara das Stärkebild mit einem LGS. Holy moly. Und Kampfspiele auf dem Stärkebild 50 Stärke hier nur. Mit der One-Hand-Halbert und Axe. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich, wirklich interessant, denn ich weiß nicht, warum er 46 Endurance braucht. Ich habe aber so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, dass wir bei Kampfspiele da noch etwas sehen, was er jetzt noch nicht zeigt. Aber es ist noch nicht so weit. Wir müssen uns noch bis zum Match gedulden, welches aber in 3, 2, 1 anfängt. Es geht los. Das Match beginnt. Runde 1, Blue Noctara in Blau gegen Kampfspiele in Rot. Jetzt macht alles Sinn. Die Namen waren vertauscht. Jetzt sind wir richtig, Leute. Kampfspiele ist hier mit dem LGS und Blue Noctara mit der Hellebarde. Da war ein Fehler drin, der wurde korrigiert. Deswegen auch die Setups hier. Das hat mich nämlich gewundert, dass Kampfspiele hier mit der Hellebarde da ist. Wundert mich aber umso mehr, dass Noctara mit 50 Stärke hier am Start ist. Wir dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall gehen die beiden aus den ersten Trades hier relativ gleichwertig raus. Noctara sieht es ungefähr auf 50-40% wird hier runtergechippt mit dem LGS. LGS ist stark, man muss sehr passiv dagegen spielen, denn die Aggression des LGS, wenn man die Kombos beherrscht, sind einfach so stark und Kampfspiele macht es hier auch wirklich nicht schlecht. Natürlich die Jumping R2, das Brot und das Butter des LGS, weil es auch einfach diese mächtigen Follow-ups hat, die einem so viel Reichweite auch geben, bei dem man so aufpassen muss, auch wenn man sich manchmal vorkommt mit dem LGS wie ein Spammer. Das ist halt der Weg, wie man es spielt. Der Shamshir-Spieler schämt sich auch nicht, die ganze Zeit nur Neutral R1 zu benutzen. Es ist halt, wie es ist. Raus kommt die Crouch hier von Kampfspiele für die Jumping R1. Schöne Rolling-Disziplin von Kampfspiele. Noctara wird hier runtergechippt. Könnte es sein, dass Noctara hier von Kampfspiele gesnackt wird? Die Spannung ist groß auf jeden Fall raus. Kommt die Jump jetzt hier wieder für die Kombos von Kampfspiele. Noctara bleibt weiterhin low. Aber beide haben noch ihre Bubble Tier. Der Unterschied ist nicht so groß. Jetzt die Bubble Tier von Noctara gepoppt. Der Health-Unterschied ist jetzt riesig. Und Noctara fehlt jetzt auch ein bisschen der Schaden von der Stärke hier mit 50 Stärke. Könnte Noctara eventuell noch gigantische Waffen rausholen? Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall schlau, wenn er schon so gebildet hat, das zu tun und die Sachen hier zweihändig zu spielen. Noctara wechselt jetzt hier auf zweihändige Führung für die True Combo, kriegt aber keinen Hit raus. Jetzt hier der Beast Row auf dem Stärkebild. Selbst wenn er treffen würde, es wären halt einfach nur so an die 100 Schaden. Vielleicht versucht er damit auch Kampfspiele in eine Position zu bringen, in der er ihn Tier skippen kann. Aber das bleibt sein Geheimnis, denn es sieht so aus, als würde er jetzt wieder one-handed gehen. Kampfspiel ist, Bubble Tier ist gepoppt. Noctara kommt jetzt wieder leicht zurück und behält hier die Rolling Discipline, wird aber an die Wand gedrängt. Jetzt hier wieder die Hits vom LGS von Kampfspiele, der sich den ersten Sieg holt. 1:0 für Kampfspiele TV. Wow! Das war crazy. Noctara hat das hier
versucht noch passiver runterzuspielen, aber er konnte einfach nicht gegen die aggressive Art hier von Kampfspiele TV ankommen und wurde niedergestreckt von diesem LGS. Es ist aber auch wirklich krass. Dieser Mann ist ein absolut offensiver Spieler. Und nachdem er beim letzten Mal mit seinem Glaskanonenbild gehumbelt wurde, ist er jetzt hier zurück mit einem sehr viel defensiveren Bild, mit mehr Rüstung, mit mehr Poise. Und ist bereit, er ist absolut bereit hier, alles zu zeigen. Nachtaro holt sich die Runen. Und es geht los. Runde 2 Kampfspiele TV nach Tara. In 3, 2, 1 und Fight! Es beginnt. Und Kampfspiele TV geht direkt für den Physik Punish. Und trinkt die Physik ins Gesicht des Hellebardenspielers. Nach Tara hätte jetzt hier 100 oder 200 Damage für 400 traden können. Hat er aber nicht gemacht. Ist lieber auf Nummer sicher gegangen. Es gab keine Hits. Nevermind, Nachtara wurde sogar von einem der Strahlen getroffen. Kampfspieler jetzt im Vorteil, kriegt hier wichtige Hits. Nachtara muss hier wirklich einstecken. Nachtara mit dem absoluten Meta-Setup und Kampfspieler rockt auf seinem LGS den Spin-Slash. Kann man machen. Ist jetzt vielleicht nicht das komplementärste, die komplementärste Ash, aber es ist auf jeden Fall ein Safe-Call. Oh, wird hier von dem L1-R1-L1-Spam von Nachtara tatsächlich gecatcht. Man muss Kampfspiel aufpassen. Geht hier, versucht's wirklich mit dem Spin Slash. Ich weiß nicht, ob man in die Hellebarde den Spin Slash benutzen möchte. Ich weiß auch nicht, ob die gut getimte Hellebarde das tatsächlich sogar spacen kann mit einer Running. Und außerdem weiß ich auch nicht, wenn es möglich wäre, ob Nachtara es schaffen würde. Auf jeden Fall Nachtara jetzt super low. Wieder keine Bubble Tier. Kampfspiele towert über ihm. Und rockt hier auch den Schild mit der Hornspirale für 50 mehr Resistenz, wird hier getroffen von Nachtaras Beast Roar, was natürlich wiederum ihn fast wieder einen Ausgleich gibt. Aber nein, Nachtara wird hier niedergestreckt, ist wieder an die Wand gedrückt von Kampfspiel des LGS. Das will man nicht. Und Kampfspiel jetzt hier, die Goat in seiner zweiten Runde, hat er noch eindeutiger gewonnen. Nachtara muss sich jetzt was einfallen lassen, muss jetzt umdenken und muss vor allem seine Whiffs punishen. Das ist das Setup, das er spielt. Das ist eins der Punish-Setups, also der offensiven Setups, mit dem man so gut die Whiffs punishen kann. Diese super schnelle, starke Running von der Hellebarde. Damit kann man einfach das LGS relativ gut outplayen. Ich weiß es nicht. Ich muss selber mal versuchen, gegen Kampfspiele zu spielen mit dem Setup. Aber ich glaube, es ist machbar. Und von dem, was ich sehe, und wir hoffen einfach, wir drücken die Daumen, dass Nachtara jetzt hier nochmal ein Comeback schafft. Es geht los in 3, in 2, in 1 und Fight! Kampfspiele gegen Nachtara, Runde 3. Es ist der Matchpoint für Kampfspiele. Und es bleibt spannend. Raus kommt jetzt hier die Hits. Jumping R2, nee, ich glaube es war R1 in eine Combo. Ich kenne mich mit den LGS-Kombos leider noch nicht so gut aus. Das ist auf jeden Fall jetzt hier sehr even. Da kann Nachtara hier gut den Ground halten. Nachtara jetzt auf dem Stärke Shamshir. Natürlich, Shamshir bleibt eine der besten Waffen im erlaubten Spektrum. Das ist insane. Beide Spieler jetzt hier im Neutral. Nachtara versucht den Neutral zu brechen mit einer Running Attack vom Shamshir und wird hier tatsächlich mit dem Spin Slash abgefertigt. Das kann sich Kampfspiele hier leisten. Ich hoffe, Kampfspiele rockt die 88 Poise, denn dann kann er den zweiten ersten Backswing vom Shamshir tanken, Poise tanken und reintraden, was natürlich mit dem LGS wahrscheinlich seinen Gunsten ausgeht. Die Jumping R1 holt hier den Sieg mit der Follow-Up. Was für ein 3:0 Swipe hier von Kampfspiele. Damit ist Kampfspiele weiter und Nachtara wandert in die Phönixklammer, in die zweite Klammer. Das war insane. Bitte verlasst die Welt, ihr zwei. Bitte verlasst die Welt. Das heißt, jetzt gehen wir ins Losers Bracket. Wir sehen jetzt Cowcave gegen Blue Nachtara. Versus Blue Nachtara. Also man muss jetzt hier einfach mal sagen, Kampfspiele TV, die Verbesserung, die wir hier gesehen haben, war einfach nur crazy. Ich glaube, Kampfspiele könnte heute tatsächlich es ins Finale schaffen, wenn er so weitermacht.
und vielleicht sogar ein kleines Wunder erreichen. Auf jeden Fall war das hier eine super, super Leistung von ihm. Und so wollen wir das sehen in Zukunft auch. Yeah! Jetzt auf jeden Fall Cow Cave gegen Blue Nachtara. Und der gute Kampfspiele TV ist noch ganz frisch in der Community bei uns mit auch am Start. Aber ist schon sehr, sehr, sehr lange in der Kampfspiele-Szene. Ist natürlich eine absolut bekannte Goat und bedient auch Elden Ring. Zu unserem Glück. Denn ja, die Deutschsprachigen sind da nicht so stark vertreten, beziehungsweise die meisten machen englisches Zeug dann trotzdem. Jetzt sind wir gespannt auf jeden Fall auf die Leistung hier von beiden. Es kann nur geil werden, habe ich gehört. Und wir haben die Namen richtig verteilt. Das sieht gut aus. Wir gehen rein, Leute. Guts rockt sein Face-Bild weiter in Kampfspiele, bleibt auf dem Strength-Bild mit dem LGS. 57 Stärke, er hat also auch die Option, One-Handed gut zu spielen. Es bleibt spannend, die Builds haben wir heute schon mal gesehen. Und wie gesagt, diese WOTs hier, die sind immer nach dem Turnier, ungefähr eine Stunde, zwei Stunden nach dem Turnier sind, die hier auf Twitch auch nochmal anschaubar. Und es wird auch bald Turnierzusammenschnitte geben, wo wir alle Turniere jetzt nacheinander nochmal aufarbeiten und auf einem Zweitkanal hochladen. Meine Lieben, genug der Worte. Es geht los. Runde 1. Guts gegen Kampfspiele TV in 3, 2, 1 und Fight! Es geht los. Guts bufft sein Schwert. Kampfspiel ist bereit, hier durchzurollen. Schafft es auch und kriegt fast den Hit auf Guts. Allerdings kam Guts hier nochmal wahrscheinlich mit Schweiß auf der Stirn direkt nach dem ersten Move nochmal raus hier, ungescholten, und kriegt sogar einen Partial Hit, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, er hat keinen Partial Hit auf Kampfspiele bekommen. Geht hier für die Jump. Das ist die offensive Attacke dieser Waffen, die er hat, die Jumping L1. Oh, und Kampfspiele guckt weg hier und kassiert dafür den Backswing und kriegt hier eins ums andere Mal auf die Nase. Er muss hier wirklich aufpassen. Er muss auch auf sich vertrauen. Ich glaube, er hätte durchpoisen können, wenn er die 110 hat. Hätte es gehen müssen, schätzungsweise, dass er hier den Trade gewinnt. Kampfspiele sieht jetzt etwas älter aus als Guts, aber ist noch nichts verloren. Jetzt allerdings kommt er hier langsam in die Kill-Range. Haut aber richtig einen raus nochmal und gleicht aus beide Spieler ohne Bubble Tier. Und Guts versucht es jetzt mit dem Counter. Da hat Kampfspiele nicht die Rolling Discipline gewahrt und hat sich tatsächlich einen Hit gefangen. Jetzt wird es spannend. Kann Kampfspiele nochmal rauskommen? Guts mit dem Roll Catch durch die Jumping L1. Wunderschön gemacht. Kampfspiele ist jetzt am Struggeln, aber es ist noch nichts verloren. Kampfspiele hat, glaube ich, auch genug Schaden, um mit einer Combo das Ganze hier jetzt zu beenden. Aber er wartet lieber, die Rolling Discipline rauskommt. Die Combo. Und der Rogalea Roar von Guts. Kampfspiele sofort mit dem Frostpot am Start. Nicht am Schlafen, der Mann. Absolut bereit für alles. Geht für die Jumping. Ist aber nur hier am Faken. Rauskommt der Horfrost-Storm für den kleinen Chip-Damage. Bringt Guts immer näher in Kill-Range. Guts lässt sich aber nicht lumpen. Er muss passiv bleiben. Geht hier für die Running Elbow. Das hätte es sein können. Das hätte es sein können. Und Kampfspiele wechselt aufs Großkatana. Und gibt den Sieg ab an Guts. Es ist aber nichts verloren. Dieses Match ist wirklich auf Augenhöhe. Kampfspiele und Guts hier. Da hat Kampfspiele allerdings mit dem Hardswap, mit der Running, nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und Guts konnte sich den Sieg nehmen. Hat er sich hier nicht zugetraut tatsächlich. Ich habe das ganze Vermögen auf Guts gesetzt. Da sind mal Punkte in der Vorhersage. Ist das so? Ich sehe es nicht. Sehr schön auf jeden Fall, dass ihr an euren Kämpfer so glaubt. Beide bis jetzt extrem starke Leistung gezeigt. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein, wie das Ganze hier ausgeht. Und es geht los mit Runde 2 Guts gegen Kampfspiele TV. Die Verbeugung. Gehen raus, die warten wir natürlich ab. Und es geht los in 3, 2, 1 und Fight! Es beginnt. Die Abstimmungen sind vorbei. Ich hoffe, eure Punkte sind gesetzt. Kampfspiele gegen Guts. Und der Turnaround von Kampfspiele. Wieder der Turnaround. Das ist Großkatana-Gameplay. Da kommen die Panic Rolls.
Guts jetzt extrem vorsichtig mit dem Stoßschwert. Das ist übel, der so viel Schaden direkt am Anfang zu bekommen. Das tut weh. Guts muss aufpassen. Auf dem Stoßschwert sind weniger offensive Talismane überhaupt erlaubt. Und die verrottete geflügelte Schwertinsignie ist definitiv einer davon. Kampfspiele wieder für den Turnaround. Guts kriegt den Backstep nicht. Das tut weh. Da wäre der Backstep auf jeden Fall drin gewesen. Aber Guts hat ihn nicht bekommen. Kampfspiele mit dem Spacing am Start. Kriegt hier aber Hits von Guts. Das war eine interessante Situation hier. Guts outjumpt Kampfspiele's Crouch Poke. Das tut weh. Kampfspiele lässt sich hier in die Ecke drücken von Guts. Da war die Panic Roll und Kampfspiele musste hier den kürzeren ziehen. Die Panic Roll hat's getan. Jetzt wieder zurück auf dem LGS mit dem Spin Slash. Gute Idee gegen das Stoßschwert von Guts. Schöner Turnaround hier von Kampfspiele. Schönes Spacing. Könnte das was werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das hier ausgeht. Es bleibt spannend. Kampfspiele wird hier in die Ecke gedrückt. Das will man auf gar keinen Fall. Zum Glück hat das Stoßschwert keinen Flaming Strike mehr, da wir Flaming Strike komplett rausgenommen haben. Kampfspiele täuscht hier die Sprungattacken an. So spielt man Elden Ring. Und das Sacred Blade kommt raus. Der Rugalea wieder. Jetzt direkt wieder gepunished mit dem Frostpot. Kampfspiele muss mehr auf den Boden zielen. Sehr gut gemacht. Sehr schöne Jumping. Guts wird wieder gecatcht von der Jumping. Jetzt hier der Backstep Whiff. Könnte das Guts den Sieg kosten? 20 HP übrig. Der Blue Feather hilft hier auch nicht mehr. Das ist der Sieg. Das 1:1. Der Ausgleich. Kampfspiele gegen Guts. Was für ein Match. Die beiden schenken sich hier gar nichts. Aber auch mal überhaupt nichts. Was für ein absolut geiles Match. Kampfspiele einer der wenigen ehrenvollen GT-Spieler. Schön, ihn fighten zu sehen. Ist so, er ist wirklich ehrenvoll. Kampfspiele spielt sehr sauber und sehr schön, muss man wirklich sagen. Es ist spannend, das stimmt, ja. Danke für den Clip, Spartaner, du Goat. Das will man sehen. Aggressives Play vom Feinsten. Ist so, ja, war wirklich sehr aggressiv. Das LGS hier als eins der neuen Setups am Himmel. Bin mir aber nicht sicher, wie es nächste Woche abschneiden würde. Bin ich ehrlich. Hier auf jeden Fall absolut gut gerade am Start, muss man so sagen. Runde 3. Alles ist möglich. Kampfspiele gegen Guts jetzt hier seitenverkehrt. Es geht los in 3, 2, 1 und Fight! Der Kampf beginnt. Beide Spieler buffen sich mit Physics. Kampfspiele geht wieder auf Konfrontationskurs. Wie kann man so gut durch diese verdammte Licht-Ash of War rollen? Da bin ich wirklich neidisch. Das gelingt mir nie. Und Kampfspiele schafft es hier einfach jedes Mal, als würde es wirklich Skill sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht glauben, weil es mir wirklich nie gelingt. Aber er scheint es wirklich zu können. Was für eine Goat. Schönes Spacing von Kampfspiele. Ein bisschen zu spät umgedreht. Den Punish nicht bekommen. Muss aber auch aufpassen. Sehr schön hier. Wunderschön von Kampfspiele. So muss es aussehen. Jetzt aber hier sofort die Counter vom PSSS gefressen. Der Schaden einfach unnormal. Jetzt hier die Panic Rose. Nein, nicht die Panic Rose. Darauf hat Guts nur gewartet und holt sich hier den Vorteil. Aber Kampfspiele wird nicht so einfach gebaitet, durch die Ash of War hier zu spät zu rollen. Nein, 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 sagt er. Aber dann direkt der Outjump von Guts. Wunderschön und dann auch verdient tatsächlich in Führung geblieben hier für Guts. Jetzt Kampfspiele ohne Bubble Tier. Das sieht schlecht aus. Guts hat noch ungefähr, ja, fast 2000 Leben mehr. 1700 rum mit der Bubble Tier. Oh, und Kampfspiele wird aus der Luft gefischt von der Coded Ash of War. Ich kann das nicht mehr. So ein schönes Match. Aber ich glaube, das kann Kampfspiele fast nicht mehr ausführen. Es müsste ein Wunder geschehen. Und Guts kriegt hier den Partial Hit und wieder der Partial Hit. Das ist das Ende. Das ist das 2:1 für Guts gegen Kampfspiele. Aber es ist noch nichts verloren. Noch nichts ist vorbei. GG's. Sehr, sehr, sehr gut gespielt auf jeden Fall von beiden Spielern. Ein absolut geiles Match auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ich glaube, Guts ist auch etwas überrascht, wie offensiv Kampfspiele hier reingeht. Ich bin auch gespannt, ob und wie gut Kampfspieles Ausdauermanagement gerade ist. Ich hätte wirklich gerne in Zukunft irgendwann mal Ausdauerleisten noch im Stream angezeigt. Das wäre ein Träumchen.
Sei es allerdings drum, wir gehen wieder rein. Wir sind bereit in 3, in 2, 1 und fight! Guts, Kampfspiele TV, Runde 4 in diesem Best of 5. Es kann noch zwei Matches geben, es kann jetzt aber auch vorbei sein, denn das ist der Matchpoint für Guts. Und wenn Guts jetzt nochmal gewinnt, ist es vorbei für Kampfspiele. Er rollt hier durch und genau das meine ich, aber er kriegt hier tatsächlich die Hits. Kommt aber nicht siegreich aus dem Trade heraus. Guts verkackt hier den Talisman-Swap. Oder das Interface ist ein bisschen desync, das kann auch sein. Kampfspiele leicht hinten. Beide wieder im Neutral. Guts lässt sich in die Ecke drücken, versucht hier, glaube ich, auch ein bisschen zu baiten. Raus kommt die Jumping von Kampfspiele. Die Follow-Up trifft wieder. Man muss so viel Respekt vor diesem LGS haben. Kampfspiele weiß es. Kampfspiele weiß genau, was er da macht. Wieder der Treffer durch die Jumping. Was ist hier los? Kampfspiele gegen die Goat, gegen die Fight Club-Ziege. Guts. Raus kommt die Jumping A1. Und jetzt hier der Outjump der Ash of War. Es hat geklappt. Kampfspiele weiß, was er da macht. Es hat nur beim ersten Mal nicht geklappt. Der weiß, was er da tut. Wie kann man so viel Übung haben und nebenher noch so gut in anderen Kampfspielen sein? Das ist doch nicht normal. Guts auf 100 HP runter. Das ist doch nicht normal. Gänsehaut, Gänsehaut, Kampfspiele holt sich hier das Comeback, das 2:2, was für ein Match. Was für ein Mann. Kampfspiele jetzt hier im 2:2 gekommen. Insane. Ich kann das alles nicht mehr. Ich wusste, dass die Matches geil werden zwischen Guts und Kampfspiele, aber ich hatte keine Ahnung, dass die so geil werden. Da Guts beim letzten Mal bezwungen wurde von Kampfspiele, jetzt hatte er es fast, war schon im Matchpoint, aber dann das Comeback hier von Kampfspieler. Und wie gesagt, der spielt richtig viel, auch andere Kampfspieler. Es ist ja, sein Name ist kein Fake oder so. Kampfspieler ist richtig gut in Tekken, in irgendwelchen Kampfspielen halt, die hier Dragon Ball, wie sie alle heißen. Und hier zeigt er einfach auch noch extreme Skills. Das kann nicht sein. Guts gegen Kampfspiele TV, Runde 5, Matchpoint, egal wer gewinnt, es ist vorbei nach dieser Runde, aber der Verlierer ist noch nicht raus, also keine Sorge. Es geht los in 3, 2, 1 und fight! Es wird konsumiert. Kampfspiele schafft es wieder mit der Rolle. Nee, es ist kein Zufall, es ist kein Zufall. Es war gerade, glaube ich, nur weil er zu nah dran war und kriegt hier tatsächlich auch die ersten Hits auf Guts. Das sieht gut aus. Für den guten Kampfspieler. Guts versucht es mit einem Backwards-Jump. Aber Kampfspieler lässt sich nicht baiten. Ich glaube, es hätte sogar auch funktioniert, jetzt hier mit der Jumping reinzugehen für Kampfspieler. Aber es ist halt auch so, die Power-Sense-Trade-Shots werden nicht mehr so viel gespielt. Man kriegt nicht mehr so viel Übung dagegen, weil die halt nicht mehr so goaded sind. Kampfspieler kommt wieder raus und gewinnt die Situation. Der Hoffrost-Storm kriegt Guts, der hier wieder versucht, mit Spacing zu arbeiten. Allerdings kriegt er hier es nicht raus. Guts liebt heute seine Codes L2. Das kann so nicht weitergehen. Raus kommt die Jumpings von Kampfspieler, der hier meilenweit vorne ist im Moment. Aber wir haben heute schon heftigere Comebacks gesehen. Also bleibt es erstmal spannend. Guts jetzt kommt ins Center, versucht hier die Jumping Attack zu beantworten. 94 Poise, wissen wir, hat jede Follow-Up Attack vom LGS. Das heißt, gegen Guts Panzerung hilft es vielleicht, tatsächlich nach der ersten Aggression rauszugehen. Ja, jetzt hat Kampfspiel es gelernt und zeichnet ihn auch wirklich aus, dass er dann wirklich auch lernt und wirklich adaptiert hier und sich den Sieg holt. Kampfspiel TV 3:2, wirklich verdient hier weitergekommen ins, ist es schon ins Finale? Ich glaube ja, was für ein Match, was für ein Match. Das ist das Finale von der Hauptklammer, die Kampfspiel jetzt weiterzieht. Und das wollten wir sehen. Das gibt die Gänsehaut. Das sind die Matches, die diese Turniere großartig machen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Das heißt, wir sehen im Halbfinale gleich Sasomoto gegen Kampfspiele TV. Ich weiß nicht mal, ob wir das schon mal gesehen haben. Ich glaube, dieses Match hatten wir noch nie. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Das könnte tatsächlich bahnbrechend werden. Not gonna lie. Sasomoto gegen Kampfspiele.
Ich bin gespannt. Hatten wir noch nicht, ne? Kampfspiel hat schon öfters gegen Guts und nach Tara, hat schon gegen Jos gespielt, aber noch nicht gegen Sasso the Moto, gegen Samstag. Ich liebe das Reifeule-Schwert. Okay. I believe in you. Es wird spannend, Sasumoto in Kampfspiele. Es ist ein Best of Five, natürlich mal wieder Sasumoto mit seinem Faith-Stärkebild und Kampfspiele weiterhin auf seinem Stärkebild. Ich bin gespannt tatsächlich, wirklich, wirklich gespannt, wer jetzt hier den Sieg einheimst. Und ich glaube, das können wir alle sein. Die Vorhersagen laufen noch. Die Vorhersagen laufen noch. Denkt dran, Kampfspiele zeigt heute extreme Leistung. Aber Sasso ist ein Weltklasse-Spieler. Ich darf daran erinnern, dass er seit mehreren Wochen in der Weltrangliste auf Platz 1 steht. Seit mehreren Wochen in der Weltrangliste auf Platz 1. Also, egal wie oft Kampfspiele jetzt hier gewinnt, es wird auf jeden Fall keine Schande sein. Wir gehen rein in dieses Match. In 3, 2, 1 und fight! Sasumoto in Blau, Kampfspiel in Rot, seitenverkehrt hier angezeigt im Moment. Es beginnt. Kampfspiel ist bereit für den Parry, wie es aussieht. Nein, er wechselt jetzt hier auf Stoßschwert, bleibt in der Hard Meta. Und Sasumoto geht sogar auf sein Lieblings-Setup weiterhin auf die Pierce GS. Das ist insane. Er versucht hier einen Flawless-Sieg hinzulegen mit einem A-Tier-Setup. Das könnte ihn aber auch zum Sieg kosten. Jumping R1 bleibt natürlich stark. Und Sasumoto ist einer der besten PSGS-Spieler, einer der besten beidhändigen Großspeerspieler der Welt. Hier kommt der Spacing von Sasumoto. Habt ihr es gesehen? Da kommen doch direkt Tränchen in die Augen eines jeden Souls-Enthusiasten. Wie wunderschön Sasumoto hier gerade gespaced hat. Jetzt hier die Raureif-Stampfer kommt raus von Kampfspiel. Kein Treffer. Sasumoto lässt sich nicht foolen. Geht hier für die Jump-Out-Jump-Into-Jumping-L1 und holt Kampfspiel hier absolut ab. Und Sasumoto geht zurück, um Ausdauer zu generieren. Kampfspiel hätte jetzt sofort reagieren müssen mit der Jumping, denn er hat den Gap-Closer, hat aber, glaube ich, hier nicht richtig gelesen, dass Sasumoto keine Ausdauer hat und wird hier geroll-catcht. Sasumoto mit dem Wiggler, mit dem Animation-Blending holt den verdienten ersten Sieg gegen Kampfspiele. Und das, meine Lieben, war Sasumoto auf seinem Lieblings-Setup, die leider, wie gesagt, nicht mal mehr S-Tier sind. Das tut weh. Oh je. Und es geht los. Sasumoto Kampfspiele Runde 2. Die Welt Nummer 1 gegen Kampfspiele TV. Wir sind gespannt. In 3, in 2 und 1 und fight! Es geht los. Sasumoto in Blau. Kampfspiele in Rot. Kampfspiele jetzt auf dem Großkatana. Was ihm auch gegen Jos schon Glück gebracht hat. Aber nicht gegen Sasso. Sasso auch hier wach und lässt sich nicht von der Follow-up catchen. Das ist Sasumoto. Das ist er. On point. Jede Roll wird gecatcht, nicht erst die zweite. Jede Roll, jede Panic Roll wird gecatcht. Das ist er. Sasumoto in Bestform. Jumping R1 kommt raus. Crouch. Jumping L1 macht das Ganze. Finish hier. Was für ein flawless Sieg. Ich kann das nicht mehr. Aber man muss auch einfach mal sagen, wie unfassbar sauber Sasumoto das hier runtergespielt hat. Alle Tags on point. Jeder Roll Catch on point. Outjumped on point. Readings on point. Alles. Spacing. Alles. Es war wirklich wunderschön gespielt. Und das war crazy. Starl ist leider nicht da. Sasso am Smurfen. Es ist so. Es ist so. Kampfspiele holt seine Runen. Und jetzt ist die Spannung da. Es ist schon der Matchpoint fürs Hauptklammerfinale. Es kommt noch ein großes Finale. Aber Kampfspiele kann auch noch ein Comeback feiern. Jetzt auf jeden Fall wieder auf dem LGS. Wir sind gespannt auf den Ausgang in 3, 2, 1 und fight! Es geht los, Sasumoto gegen Kampfspiele. 2-0. Kampfspiele jumpt hier, ist jetzt deutlich vorsichtiger, man sieht es ihm an, man sieht es an seiner Spielweise. Geht jetzt hier ein bisschen passiver ran. Da war die Panic Roll, die konnte Sasumoto diesmal nicht direkt punishen, weil er selber noch in der Animation steckte.
Und die zweite hat er dann auch nicht gepunished. Man sieht also, Kampfspiel ist leicht zögerliches Spiel hier jetzt. Zeigt Früchte, denn Sasumoto kann zwar panisches Gameplay gut punishen, aber nicht, wenn jemand mit Köpfchen reingeht und gut spielt. Jetzt muss Kampfspiele nur noch offensive Möglichkeiten finden, um hier guten Schaden anzubringen. Der Backwards Jump ist es nicht. Nicht gegen die Powers des Great Spears. Nicht dagegen. Aber Kampfspiele sieht gar nicht so schlecht aus hier. Vom Schaden her, er holt auf. Ja, das schlechte Tracking, da war es. Warum PSGS nicht mehr so gut sind. Konnte jetzt von seiner Gewohnheit her, hätte er sich umdrehen müssen, aber hat er nicht. Hat er nicht. Das ist der Nerf. Hat hier gegen die Wand geschlagen. Jumping R1 kommt raus. Jumping L1 kommt raus. Aber nicht mehr mit Kampfspiele. Der ist jetzt vorsichtig. Geht hier sogar in Führung. In dieser Runde. Gibt sie allerdings wieder ab. Sasumoto jetzt sehr vorsichtig. Am Panic Roll. Kriegt wieder ein paar auf die Glocke von Kampfspiele. Der keine Ausdauer hat für den Finisher. Kampfspiele keine Ausdauer für den Finisher. Noch ein Hit. Sasumoto muss jetzt aufpassen. Er kann jetzt einfach traden. Kampfspiele hat so gut wie gewonnen. Es ist fast nicht machbar. Sasumoto geht für den Red Feather. Und der Finish. Kampfspiele holt das 1:1 gegen die Weltspitze. Das 1:2. Entschuldigung. Das ist nicht zu fassen. Kampfspiele kommt zurück. Uff. Das muss sich für Kampfspiele angefühlt haben. Wie David gegen Goliath. Ja, die Range des LGS bei der Follow-up nach der Jumping L2 ist absolut insane. Das weiß ein Spieler wie Sasumoto aber. Da müssen wir, glaube ich, nicht um den heißen Brei herumreden. Runde 4. Es steht 2:1. Sasumoto führt und es bleibt der Matchpoint. Wir starten in 3, 2, 1 und Fight! Die nächste Runde hat begonnen. Kampfspiele gegen Sasumoto. Kampfspiele in Rot. Geht hier für den Wave Dash. Holt dann aber die Running R1 raus. Weiß nicht, ob es beabsichtigt war. Ich schätze nicht. Nimmt hier den Ausgleich tatsächlich und Sasumoto holt sich die Führung und spielt das Ganze hier jetzt sehr, sehr, sehr sauber. Geht zu seinen Gunsten runter. Kampfspiele sehr weit runtergespielt. Hat die Bubble Tier schon gepoppt bekommen. Das heißt, da Sasumotos Bubble Tier noch oben ist, einen riesigen Health-Unterschied. Die Jumping war wichtig jetzt hier. Der Spin Slash holt nochmal richtig Luft raus für Kampfspiele. Sasumotos Bubble Tier ist gepoppt. Sasumoto muss jetzt extrem vorsichtig bleiben. Und wieder hier, das aggressive Gameplay von Kampfspieler hat ihm fast zum Sieg verholfen. Das war wirklich knapp. 130 HP, Weltspitze, der beste Spieler. Sasumoto holt hier den Sieg. Das 3:1 gegen Kampfspieler, aber wahrscheinlich sehr viel weniger knapp, als er es sich gewünscht hätte. Und ich glaube, damit können wir auch wirklich festlegen, dass Kampfspiele TV erstens eine GOAT ist und zweitens, dass Großkatana keine S-Tier-Waffe. Was für ein Match. Leute, verlasst bitte die Arena. Ja, was können wir sagen? Also, Kampfspiele hat in der ersten Runde mit seinem Großkatana wirklich überhaupt keinen Erfolg gehabt, aber dann mit dem LGS tatsächlich überraschende Erfolge gefeiert und sogar fast den Ausgleich geschafft. Es war super, super knapp. Zum Schluss hätte er nochmal auf Nummer sicher gespielt, hätte das gekriegt, aber er hat sich verleiten lassen, den Follow-up zu spammen und wurde durch die unfassbar schnellen Großsperre rausgeballert. Kampfspiel ist noch nicht raus. Das heißt, jetzt nochmal ein Best of Three zwischen Kampfspiele und Blunachtara. Da sind wir nochmal gespannt. Ich glaube auch der Chat, ich habe hier schon viele Leute für den guten Kampfspiele routen sehen. Ist ja auch kein Wunder, denn Kampfspiele ist eben auch ein Content Creator, der schon sehr, sehr lange dabei ist und auch sehr, sehr bekannt geworden ist in seiner Zeit. Kampfspiele TV gegen Blunachtara in 3, 2, 1 und Fight! Ich glaube, wir müssen nicht reden. Blunachtara rockt weiter in sein Stärkebild. Kampfspiele weiter in sein Stärkebild. Beide sind ihren Builds treu geblieben. Außer, dass Nachtara jetzt sein Shamshir hier two-handed, um nicht nochmal gegen Kampfspiele auszuscheiden und hier jetzt mit dem Spin Slash tatsächlich auch guten Schaden anrichtet. Ich glaube, es waren an die 500, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar Richtung 600. Optimierte Builds, meine Lieben. Optimierte Builds. So sieht's aus. Kampfspiele holt sich allerdings den Ausgleich direkt. Raus kommt die Jumping. Und hier
wird nach Taras Spin-Slash unterbunden vom LGS. Das ist crazy, aber da war die Hyper-Armor noch nicht drin. Die hat aktiviert sich erst so nach, ich will nicht lügen, 13 Frames. Auf jeden Fall hat Kampfspiele hier den Vorteil behalten. Was für eine Kombo. Man kann zweimal zustechen mit dem LGS, sehr interessant. Kampfspiele hält hier die Führung. Und raus kommt wieder der Spin-Slash. Nach Tara kriegt langsam Probleme. Keine Bubble-Tier mehr. Große Health-Difference. Aber nach Tara hat definitiv hier die stärkere Waffe. Muss eben nur ums LGS rumspielen. Kampfspiele hat hier sehr, sehr gute Cut mit seinem LGS-Gameplay. Und holt sich wieder und wieder Schadenschips auf nach Tara. Jetzt wird es wirklich knapp. Nach Tara muss jetzt alles geben. Wir haben hier einen großen Health Difference zwischen Kampfspiele und Nachtara. Beide im Neutral, im Center. Nachtara hat Kampfspiele jetzt gecornert. Der allerdings rauskommt und sich hier eine Running R1 fängt. Keine Rolling Discipline da gewesen. Ich glaube, er war kurz davor anzugreifen. Nachtara macht es aber auch sehr geschickt hier. Wird allerdings gefinisht durch Kampfspiele fürs 1:0. GG's. Da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Nachtara wurde hier von Kampfspiele durch die Arena gejagt, der hier wirklich gut reagiert hat und dieses unfassbar gute, aggressive Gameplay an den Tag legt, das wir so wirklich nur von ihm sehen. Es gibt andere Spieler wie Alpha Wolf, die auch schon versucht haben, mit dem LGS so aggressiv zu spielen, aber Kampfspiele hält dabei trotzdem die Rolling Discipline, liest die Situationen und macht das alles sehr, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, er hat definitiv Zeug dazu, auch in der international kompetitiven Szene richtig abzugehen, aber der Mann hat sich den Kampfspielen der Welt verschrieben und nicht nur Elden Ring. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt nochmal ein Match sehen. Kampfspiele Matchpoint gegen Blue Nachtara. Es bleibt spannend und geht los in 3, 2, 1 und Fight! Es beginnt. Kampfspiele gegen Blue Nachtara. Blue Nachtara wieder in Rot, entgegen seinem Namen. Und da muss Kampfspiele schmerzlich lernen, was es heißt, wenn man versucht, einen Shamshir zu outjumpen. Genau das. Genau das. Der Turnaround von Kampfspiele. Und die Rolle hätte weggehen müssen. Die durfte nicht zur Seite gehen. Man muss diese Waffe, dieses Shamshir, mehr respektieren. Das Shamshir ist so, so stark. Nachtara macht es sehr, sehr gut hier. Wieder der Neutral mit dem Frontstep. Dann direkt wieder der Neutral. Es war einfach sehr gut gemacht hier von Nachtara jetzt. Und absolut verdient die Führung auch geholt gegen Kampfspiele. Der jetzt hier sich umdreht und wieder sich verleiten lässt zum Follow-up. Das geht in der Arena gegen Leute, die einfach schlechte Poise-Werte haben, aber das geht nicht in einem Turnier, wo die Leute über 94 Poise haben. Da kann man nicht nachsetzen. Darf man nicht, geht nicht. Einmal treffen, die Jumping und dann raus. Schade, hier kein Treffer für Kampfspiele. War eigentlich ganz nice getimed. Hier jetzt der Turnaround und Nachtara wieder in den Backswing reingetradet. Das ist das Problem mit dem LGS. Man darf, man muss passiver spielen. Und hier, der Guardbreak. Das ist das Ende. Das 1:1. Nachtara holt sich den Ausgleich. Sehr schön gemacht von Nachtara hier. Und sofort auch den Guardbreak abgeholt. GG's. Schön gemacht auf jeden Fall. Nicht schlecht. Puh. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ich bin selber sehr invested in dieses Match. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich bin sehr gehypt gerade, weil eben nach Taras Werdegang habe ich beobachtet, seit er ein kleiner Elden Ring Hüpfer ist. Und Kampfspiele, ja, war schon direkt in seinem ersten Turnier hier als GOAT zu erkennen. Es ist sehr, sehr, sehr spannend hier in diesen Turnieren. Ich bin immer wieder froh, was man hier sehen kann. Wir steigen ein in diese Matchpoint, muss man ja sagen. Wer jetzt gewinnt, kann noch Erster, Zweiter, Dritter werden. Wer verliert, ist Vierter. Es geht los in 3, in 2, in 1. Und Kampfspiele TV gegen Blue Nachtara. Runde 3 im Best of 3 Matchpoint. Egal wer gewinnt, es ist vorbei. Und hier der Turnaround von Kampfspiele. Aber die Recovery vom Shamshir hat ausgereicht, um hier rauszukommen. Kampfspieler hat wirklich Probleme.
die Öffnung zu finden. Aber was sage ich da? Er holt sich hier das First Blood. Natara hält die Rolling Discipline wunderschön. Lässt sich nicht wieder reinbaiten. Man muss sie halten gegen das LGS. Die Roll Timings hier sind sehr, sehr tight. Sehr, sehr eng. Und jetzt hier der Spin Slash. Von Natara, kein Treffer. Kampfspiele geht wieder in die Offensive. Holt sich einen Haufen AP von Natara ab. Geht wieder direkt für den Turnaround. Aber Natara hat mittlerweile etwas gelernt, gegen das LGS zu spielen. Man muss etwas passiv bleiben. Es ist so. Das ist die beste Wahl, die man hat. Und jetzt hier der Spin Slash auf Kampfspiele, der immer, immer lower wird. Jetzt seine Führung abgegeben hat auch. Und der Ausgleich wurde geschafft. Natara ist wieder da. Natara ist bereit, um das Ganze hier heimzufahren. Beide im Neutral. Kampfspiele bricht die Neutral mit einer Jumping R1 und kriegt sogar zwei Hits raus und nimmt sich die Führung hier wieder in diesem Match, in dem es um alles geht. Das ist wirklich, wirklich spannend. Das ist wirklich crazy. Und jetzt hier wieder die Hits auf Kampfspiele. Kampfspiele geht für den Turnaround hier. Der Spin Slash, nicht schlecht. Ein bisschen zu spät. Ein bisschen zu spät, ein bisschen früher. Und es wäre ein Full-Hit geworden, glaube ich sogar. Nach dem Roll-Catch. Kampfspiele versucht es mit der Neutral R2. Der Mana-Wiederauffüllung von Natara. Natara jetzt weit hinten. Bubble-Tier ist raus. Kampfspiele hat die Bubble-Tier noch oben. Ungefähr 700 HP Difference jetzt. Der Guard-Break! Und Natara holt sich nach einem Treffer den Repost. Ist das das Ende für Kampfspiele? Man weiß es nicht. Es ist alles möglich. Es bleibt noch weiterhin alles möglich. Aber das war wirklich knapp. Man merkt, Kampfspiele ist jetzt hier am Zittern. Natara bleibt cool und holt sich den Sieg mit dem Spin Slash. L2 to win. Natara geht weiter. Kampfspiele TV ist Dritter. GGs, was für eine Ziege. Und Natara geht weiter und stellt sich jetzt jenem welchen, der eine, der ist und bleibt und immer sein wird, die Weltrangliste Nummer 1, Sasumoto, nach diesem wirklich spannenden Match. Und das war zweimal der Guardbreak. Zweimal der Guardbreak. Das tut wirklich weh. Das heißt, jetzt sehen wir, wie Natara und Sasumoto sich nochmal fetzt. Es ist auch wieder ein Rematch